Hallihallo, meine liebe Leseratten da draußen. Ja, es ist schon wieder Anfang September und ich bin auch ein bisschen spät dran mit meinem Leserückblick. Ja, es gibt meinen Leserückblick und ja, wie ihr gemerkt habt, ich habe auch eine neue Frisur. Das kommt halt ein bisschen, wenn man den neuen Trailer von Drei Engel für Charlie sieht. Verlinke ich euch gerne oben im i. Und ja, wir wollen mal beginnen. Und zwar habe ich 4 Bücher gelesen und 4 Mangas. Ja, 4 Mangas. 4 Bücher und 4 Mangas. Also es ist eigentlich ein sehr, sehr toller Lesemonat meinerseits geworden. Und ich möchte auch mit den Mangas anfangen. Und zwar fange ich von Hirara Natsume und Olivia Vieh weg mit Bibi und Miu an. Wer Bibi Blocksberg, wir alle kennen ja Bibi Blocksberg so. Und das ist halt auch so, als ich das gesehen habe, ich wollte es unbedingt haben. Ich habe es mir gekauft und auch sofort gelesen. Und ja, ich habe mich auch eigentlich super, super sofort auch in dieses Buch, in den Manga verliebt. Der Manga wird ganz normal wie ein deutsches Buch gelesen, weil es von einer deutschen Autorin ist und die Zeichnungen sind eben von einer Japanerin. Da muss ich dann auch noch, entweder warte ich, bis alle 3 Bände raus sind, Reihenvorstellung, Reihe. Ja. Dann habe ich den 2. Band von Given gelesen. Hier liegt auch schon noch der 3. Teil, den habe ich noch nicht weitergelesen. Eingelesen ja, weitergelesen nein. Ja. Und der war auch wieder sehr herzallerliebst und ich habe das Gefühl, der Anime endet nach einem Konzert irgendwie. Habe ich so das im Gefühl. Dann habe ich Band 1 und Band 2 vom Goblin Slayer gelesen. Wer schon in Instagram meine Stories verfolgt hat, ja, ich bin im Moment Goblin Slayer Fan und habe auch Volume 1 und 2 von dem Anime schon. Und ja, das ist auch so ein Manga, wo man sagt, okay, sind beide ab 16? Ne, das ist einfach nur Boys Love und das ist Fantasy ab 16. Also nichts für schwache Nerven. Dann kommen wir jetzt zu meinen Büchern. Ich habe sogar so gesehen eigentlich ein, naja, eher Flop-Buch dabei und eher ein herausragendes Buch. Und zwar fange ich jetzt mal mit einem Flop-Buch an. Ist das von Marco Sonnleiter, Schrecken aus der Tiefe. Mich hat die Story nicht umgehauen. Es ist halt wirklich so. Ja, dass anscheinend ein Ungeheuer in dem See haust und dann, ja, finde ich diese Auflösung. Die Auflösung ist ja nicht so schlimm, aber wie das Buch dann weitergeht, das ist das, was mich so ein bisschen piesackt da. Das ist eher das so, hat nur 2 Sterne von mir deswegen bekommen, also das ist eher so mein Flop diesen Monat. Und wir bleiben auch bei den 3 Fragezeichen und zwar von Christoph Ditter, die 3 Fragezeichen und der gefiederte Schrecken. Hat von mir 3 Sterne bekommen, also ich finde, wie er das hier wieder beschrieben hat, sehr, sehr, also sehr toll. Weil Christoph Ditter hat, glaube ich, dann die geheimnisvolle Botschaft, glaube ich, auch dann geschrieben. Ja, geheimnisvolle Botschaften. Und das baut halt, also die Klientin, die hier auftaucht, kennt man aus geheimnisvollen Botschaften. Und es ist halt auch wirklich hier wieder ein sehr tolles Setting, nicht so wie bei Schrecken aus der Tiefe. Wie gesagt, 3 Sterne von mir bekommen. Muss ich auch noch rezensieren, also dazu gibt es noch keine Rezension. Dann habe ich von, ist das auch wieder von Marc?
Nee, Hendrik Buchner. Die drei Fragezeichen und der schreiende Nebel gelesen. Hat von mir auch 3 Sterne bekommen. Hier geht es auch wieder um einen alten Bekannten, der die drei Fragezeichen um Hilfe ruft. Und das führt sie halt nach South Dakota. Und ja, also das war halt auch wieder so wie bei Der gefiederte Schrecken ein tolles Setting. Man wusste nicht, ja, so, es war nicht so vorhersehbar. Also da ist es halt wirklich, es geht um den schreienden Nebel. Und bei Schrecken aus der Tiefe fand ich die Auflösung kam viel zu schnell. Ja, last but not least habe ich eine Reihe dieses Jahr beendet, die auch für meine neuen für 2019 sind. Und zwar von Thomas Thiemeier, Das verbotene Eden, Magda und Ben. Ich habe es ja in einer anderen Version, ich habe das ja in Erwacht, erfüllt und so, bin ich der Meinung. Auf jeden Fall kann ich diese Reihe jetzt abschließen. Und wirklich, das war wieder eine super Reihe dieses Mal. Also, erster Band 5 Sterne bekommen, zweiter Band 4 Sterne und dritter Band auch wieder 5 Sterne bekommen. Ich weiß gerade nicht, warum Band 2 nur 4 Sterne bekommen hat. Ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Aber auf jeden Fall hat mich das letzte Band wirklich, wow, ja, richtig überzeugt, muss ich sagen. Und ja, es ist sehr herzallerliebst. Also ich fand das sehr toll. Ja, meine Lieben, das war's von mir wieder. Ich hoffe, euch hat die Rezension, Aufnahme gefallen. Und wir sehen uns demnächst wieder. Ciao!